beantworten. Heute begrüßen wir den Jean Wels. Guten Morgen. Guten Morgen, Pierre. Jean, was ist da Ihr Beruf eigentlich? Mein Beruf ist Courtier en Opération de Banque. Oh je, das scheint so kompliziert zu sein. Und es brüchen trotzdem alle so einen Prä. Alle brüchen so einen Lohn, Geldlinien, wenn wir etwas kaufen wollen. Stimmt, ja. Bon, après. Ich traditionell der traditionell war ich direkt zu der Bank zu gehen. Mhm. Ja, donc, wenn deiner Dienstleg fängst ich gehört, ja. Ich muss sagen, hätte das 80% von der Elsasser sind mehr oder weniger in der Saalbank. Ja. Mhm. Voilà. Ja. Ja, die Bank. Ja, das ist schon verstanden. Ja, voilà. Und, voilà, ich vorresse das. Gerade. Ja, aber das ist kein Monopol. Das will man nicht sagen. Aber wenn man so die Konkurrenz macht spielen, kriegt man bessere Zinsen, bessere Wirtschafter. Ja, das stimmt. Donc, dann kommt es drauf an, wenn du selber ein bisschen degurti bist und wenn du Zeit hast, machst du keine Überall. Hein? Après, tu peux grappier sur les taux, on dit. Hein? Ja. Mais il faut aussi ne pas oublier tout ce qui est assurance. Ja, das ist wichtig, d'accord? Gell? Assurance en Sicherung, emprunteur. Ja. Donc, il faut mich alles haben. Donc, das ist interessant immer. Ja. Ein professionell zu kontaktieren, ist immer selber. Ja. Nicht? Voilà, entweder ich... machst du in der Wahl oder gehst du immer professionell, einer wie viel vom Metier ist. Ja. Und wie kannst du sagen, tja, du hast jetzt das versucht, aber du gibst jetzt vielleicht eine andere Lösung, wie auch interessant ist. Oder einer, wie der Kredit nicht fängt direkt oder wie er ein Refus de Prêt hat. Ja, wie nur dank der Overdegel. Mit der Bank habe ich gemeint, sie gibt schon so viel. Ein Tapis wäre, nicht? Aber nein, das ist der Fall nicht. Du gehst in der Konkurrenz, du bist der Fall auch nicht. Was machst du noch? Du willst ein Appartement kaufen, du willst bauen und bist blockiert. Nur ist es interessant, ein bisschen ein Courtier zu kontaktieren. Ja. Also, ihr vergleicht viele Sachen. Momentan habe ich gehört, so die Leute wie sagen, Polsgeld, mit der Inflation, musst Geld lehnen. Momentan ist es immer noch der Fall. Ja. Ja, bon, das ist wieder etwas anderes. Man holt Geld, muss Geld lehnen. Das Geld hinter dir, das wissen alle, das bringt nicht viel, nicht? Ist ja klar, nicht? Voilà. Donc, es ist nicht falsch, ja? Zinssätze sind so niedrig. Ja. Ja? Donc, es ist richtig, der Moment, bon, es ist nicht so wie Finanzjournalist, wie das erfängt, ja? Aber es ist der Moment, investieren oder Travaux zu machen. Ja. D'accord? Mhm. Donc, c'est le principal. C'est le projet, piscine, je sais pas, là, travaux d'aménagement, d'agrandissement, isolation, crépi. Donc, das ist eine Schlacht. Hein? Ja. Voilà. Und das waren wir heute erwähnen mit unserem Experten Jean Wels auf FranceBleuElsace.fr. Habt ihr eine Freude bei uns an? 0388 25 12 12. Wir wollen momentan Geld lehnen. Ruf uns an auf FranceBleuElsace. Horische, mit Nonder ist noch schöner auf France Bleu Elsace. Die Jahre flogen wie ein Wimpernschlag vorüber und voller Staunen steh ich dir nun gegenüber. Oh, für immer und du. Durch alle Stürme und so viele Höhen und Tiefen sind wir unserer Liebe immer treu geblieben. Oh, für immer ich und du. Wir gehen durch die Zeit und kennen das Morgen nicht. Ich weiß nur, dass es wie gestern ist, unser erster Augenblick. Ich liebe, wie du lachst und ehre deine Gesten. Ich liebe es, jeden Wunsch von deinen Augen zu lesen. Oh, für immer und du. Jeder einzelne Moment mit dir ist Wunder und Segen. Ich hoffe, uns sind noch so viele Jahre gegeben. Oh, für immer ich und du. Wir gehen durch die Zeit und kennen das Morgen nicht. Ich weiß nur, dass es wie gestern ist, unser erster Augenblick.
Das Jahr verging im Flug in diesen schnellen Zeiten. Lass uns den Moment im Augenblick verweilen. Oh, für immer ich und du. Wir gehen durch die Zeit. Roland Kaiser, France Bleu, Elsass, wir gehen durch die Zeit auf ihrem Radiosender auf Elsass. Es ist einfach, wir gehen heute durch mehrere Banken manchmal, für so einen Lohn zu bekommen. Der Jean Wels ist heute unser Gespart. Wir haben den Jean Wels vom JV Finance, gell? Wo sind da passiert eigentlich als Courtier? Wo ist da Ihre Firma? Firma, ich bin mehr daheim. Ja, wo ist das? Oh, ich bin von Drösener, aber ich habe die, ich habe Daniel. Ja, was, ja. Es gibt... Drösenheim, mit Monsieur Girard, donc c'est D pour tous les auditeurs. Drösenheim, donc c'est chez moi, je suis un courtier artisanal. Je suis un kleiner courtier, je suis un courtier d'une grosse groupe. D'accord? Donc je m'en sur mesure. Dites, oui, un problème spécifique. Donc avant, on a parlé, Pierre, je suis spécialisé aussi dans le regroupement du prêt, restructuration aussi. Donc, on va aufkauf, du warst immer noch hart davor reden. Momentan, 2018, die grosse Krise ist jetzt 10 Jahre durch, hoffentlich passiert nichts mehr dafür. Aber 2018, was kriegen wir regular im Durchschnitt für Zinsen, für Prälänge? 20 Jahre, was ist da der Klassiker, wenn man Reps kaufen will? Klassiker? Ich habe Grimi genommen, heute jetzt, à peu près. Ich habe gewusst, der früh kommt, Pierre. Voilà. Kriegen wir jetzt zum Beispiel, auf 20 Jahre habe ich da einen Taux fix von 1,50. Ja, das ist ganz gut. En moyenne. D'accord? Meine Eltern haben als 7-8% voilà, 10% gehabt. Voilà, c'est ça. Und eben in der Pause haben wir davon geredet, auf welche Länge ich gehe. Pierre, il m'a convié, lieber auf kürzere Zeit. Das ist ein bisschen révolu au niveau du point de vue financier, purement financier. Mm-hmm. Das heißt, ich habe einen Zinssatz von 1,50 auf 20 Jahre. Donc, un jeune couple comme Boyville, par exemple, peut aller 25 jours. 25, j'ai, par exemple, Kannst du das lesen, Pierre? Hast du das lesen? Auf 25 Uhr können wir 1,85. 1,85? Ja. Ich habe Brille nicht. 1,85 fix auf 25 Uhr, c'est pas mal. Ja. Das ist nicht mehr nur ein guter Prozent, aber nur bezahlen wir länger eigentlich. Das ist jetzt ein großes Thema. Das ist gut, dass du mich eingeladen hast. Voilà, donc le message est, quand tu as un contrat, au 25 jours, ou encore 30 jours, titre que moi, je n'ai pas un titre lang geschafft, en tant que crédit, analyse crédit, titre que nous flingue ici. Tu as toujours la faculté de racheter le prêt. Was wichtig ist, ist, dass du heute hast du ein Projekt, tu veux du Haus bauen, 300 000 Euro mit Piscine. Donc, wenn du auf 25 Jahre gehst oder 30 Jahre und du hast gleich das Haus fertig und hast Piscine fertig, hast du den Komfort gleich? Du wirst en profiter tout de suite. Ja, c'est sûr. D'accord. Tu vas payer le minimum de mensualité. D'accord. Et tu as la faculté de faire un rachat partiel au bout de 20 ans. Donc, wenn du jetzt 20 Jahre nimmst, was du morgen willst, 20 Jahre, ich sage jetzt selbst, und ich 1000 Euro d'échéance. Ja. D'accord. Wenn du auf 25 oder 30 Jahre gehst, hast du vielleicht nur 700 Euro de mensualité. Rien ne t'empêche
tu vas avoir la même discipline et d'épargner les 300 euros de différence. Bien, d'accord. Mm-hmm. Et de faire un rachat partiel au bout de 20 ans, d'avoir la liberté. Mais tu as aujourd'hui concrétisé, ce serait du français, le projet que tu voulais, et tu payes la mensualité moindre, donc tu l'as. Das kannst du auch machen. Tu peux faire des rachats partiels. Mm-hmm. En règle générale, c'est en hauteur de 10 000, à tranche de 10 000 euros par an. Tu peux aussi faire des rachats totaux. Tu peux rajouter, tu as des prêts modulables, rallonger la durée, diminuer la durée. Ja, das ist alles möglich. Und wir können auch noch die Bank wechseln oder zu einem Kuchchen gehen. Das werden wir in ein paar Minuten erwähnen auf francebleu-elsass.fr. Das ist natürlich auf Ihrem Radiosender auf Elsass. Sie stellen nur Ihre Frage am 03 88 25 12 12. Wir sind heute mit dem Jean Vels und wir kommen wieder gleich nach der Neuigkeit vom Calogero 1987. Miteinander Fröhe stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Tu te souviens? Les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens? Tous ces rêves pleins nos disquettes. C'était les Stats 1987. C'était rien que 12 mois sur la planète, l'URSS in excess, enchanté, I want your sex. Schon lange,
31 Jahre ist schon vorbei und verschollen. 1987 ist die Neuigkeit vom Calogero auf France Bleu Elsass. Wir sind heute mit dem Jean Welz, er ist Courtier und wir reden von Lehen, also Geld, wie man Lehen tut, für etwas zu kaufen. Wir kennen vielleicht euch, danke, ich habe vor 7-8 Jahren einen Lohn unterschrieben, die Zinsen sind doch hoch gewesen, jetzt langt's und die Bank will nicht zurück, die Zinsen runter machen, was mache ich jetzt? Dann gehen wir vielleicht zum Courtier, Jean Welz, oder? Man kann. Das schreit wie die Leute normalerweise waren. Sie gehen zu ihrer eigenen Bank und freuen, voilà, die Zinsen. Heute sind wir manchmal wie 3-4 Mal wollen renegociieren. No? Ja. Am Anfang hat die Bank doch einmal so, jetzt sagt er, hola, jetzt ist es ein bisschen vorbei exagéré. Man kann ja nicht. On a parlé d'un taux de 1,50 sur 20 ans. Ja. Voilà, quand je dis à la banque, gib mir jetzt 1,40, gib mir 1,10, gib mir 4. Voilà, la banque dit stop, ich kann da nicht. Wenn ich kann, wie taux du marché. Ja, d'accord? Das ist klar. Aber du hast die Möglichkeit, Bank zu wechseln. Mhm. Voilà. Aber wie geht das? Aber das ist schon kompliziert. Das ist nicht kompliziert, das ist gar nicht kompliziert. Hein? Tu as un contrat, tu veux racheter ton prêt, tu as des frais de rachat. Ja. Des frais de rachat qui sont de 3%. Vom Gesamten? Du Kapital restant. Ah, das wie blieb. 3% du Kapital restant. Ja. Pierre, attention, jetzt kommt der Professionell. Was ist das wie ein Gelände? Das ist gut. Welche Information? Die Zeit soll es 3%. Mais la loi dit, c'est 3% ou 6 mensualités d'intérêt. C'est-à-dire, auf deinem Tableau d'amortissement, je suis parti intérêt, j'ai jetzt 200 euros. Mm-hmm. Hein, du manges 200 fois 6, 1200 euros de frais de rachat. Au lieu de 3%, ouais, c'est, au lieu, 3% de 100 000, ça vient au lieu de 3 000. Ja. Donc, il faut dédramatiser aussi. Ja, ja. Es ist entweder oder. Und die 1200 Euro, die können wir schnell wieder nachholen, nachher, wenn es richtig interessanter ist. Ja, déjà, tu gagnes sur les taux, parce que tu vas pas, tu dois nicht wechseln, weil, hein, il faut déjà que ce soit intéressant. Mm-hmm. D'accord? Voilà. Wenn ich de wie wechseln, hein, donc, c'est minimal, mit, on dit qu'il y a 1%, il faut que ce soit, le taux doit être inférieur de 1%. Ja. D'accord? Ja. Donc 1,5 habe ich heute, du hast 2,5, il faut voir. Ja, voilà. Ja. 2,5, si tu as aujourd'hui du 2,5, tu veux passer à 1,5, mais tu as des projets de rénovation, c'est le bon plan. Mmh. Ja, que faire un rachat sec? Non, mais je l'ai, la durée du remboursement. Hein, Donc c'est vraiment un calcul à faire. Ça doit être richtig auf Maß gebaut werden. Voilà, auf Maß. Hein, j'ai des clients qui si j'ai ma salve. Ils sont tous qui ja, monsieur Fels, bei 30 euros, devez nicht wechseln. Ok, das ist eine Auffassung. J'ai des andere Geld. Il a gagné 60 euros. Il a dit, ah ben 60 euros. 30 euros okay. Im Monat, ja. 30 euros, quand ich Pizza esse. Frau Jäglotte am Sonntag war einmal in der Woche. Ja. Et c'est la banque qui m'a avisé, c'est klar. Ah, c'est sûr. Voilà, c'est une question de vision qu'on a. Ja, ja. Und wie lange dauert es für so Lohn aufzukaufen? Brauchst du da mehrere Monate, bis das alles geregelt ist? Oder kann das ganz flott gehen, für zu wechseln? Bah, Crédit Immobilier, tierst du mich wieder 2 Monate. Warum? Ah, ja. Die Bank. Non, je vais dire 3 mois. Bon, 3 mois, on va dire 2 mois. Yeah. Après, si c'est un prêt hypothécaire, ah, mais je vais dire 2 mois. Voilà. Après, il faut toujours. C'est quand même un choix important. Yeah, yo. Tu vois, hein, donc, tu ne vas pas quitter ta banque juste pour une raison, une petite raison. Yeah. Hein. Mais je ne sais pas, je pense que je suis une civile dynamique hein, pour des raisons X. Aujourd'hui, votre fourquin, Eric Sandre, ich mehr interessant. Yeah. Hein. Voilà. Ja, natürlich. Und du können wir zu nicht gehen, die halbe Stunde ist bald rum. Wir wollen schon noch sagen, wo ihr sind in Drösem und wie wir euch erreichen können. Wie ist eigentlich sein Internet, E-Mail-Adresse? Voilà, donc Jean Welz. Et l'entreprise s'appelle JV Finance. Ja. Dysfunction Internet. Hein, ganz einfach. JV Finance, Jean Welz, Courtier, Drösenheim. Hein, ich habe eine Page, site Internet. Wir werden alles auf unserer Seite Internet noch drauf machen, für euch finden zu können. Ja, das ist gut. Ganz Sendung auf Video. Ja. Und noch ein Wort. Ich singe auf Elsassisch noch dazu. Ja, ich mache ein bisschen Musik. Ja, wenn ich in die Finanzen bin, habe ich ein bisschen Talmelon. Dann muss ich ein bisschen dekompressieren. Ich mache ein bisschen Elsassisch Musik. Ja. Ja, ich habe dir das Idee gezeigt. Das schenke ich aber euch
amer, aber mit Zitron. Voilà, das habe ich vor 10 Jahren gemacht. Und jetzt kommt es ein bisschen. Vor 10 Jahren ist es nicht so Mode geworden. Das heißt, es kommt jetzt, weil es gibt ein bisschen verloren. Mhm. Und das ist ein bisschen ein Titre, wie ich komposiert habe mit den Jungen. Und es ist interessant für die alle, wie das Elsass, qui aime l'Alsace, hein, comme ja, moi. Natürlich. So passionné de l'Alsace, de notre, von unserer Sprache, unserer Kultur, die Richesse, ja. Ja, ja. Das Richtum von unserer Sprache, wie man nicht mal in der Musik nicht Erik hat es gestoppt, ja. Fing ich, unsere Musik in Elsassisch. Mhm. Ja. Und wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, und essay. Ja. Ja. Es heisst «Der Schengele» und es ist «Amer, aber mit Zitrone». Voilà, und du, sind wir ganz froh, dass ihr das gemacht habt und dass ihr du bei uns seid, für uns gute Rotschläge zu geben. Und ich euch vorstellen, denn manche Leute wissen nicht, dass es Courtier geht in der Lehne. Und das ist hochinteressant. Alle Informationen auf francebleu-alsace.fr. Merci Jean-Wels, nochmal ein ganz schöner Tag. Vive l'Alsace, à bientôt.